In diesem Video schauen wir uns den neuen Verteidiger Solis etwas genauer an und ich würde sagen, wir starten mal mit dem Gadget. Solis ist mit einem Sensor ausgestattet, was alle gegnerischen elektronischen Geräte ausfindig machen kann und markieren kann. Darunter auch der Sprengsatz von Termite, die ganz normale Drohne der Angreifer, tatsächlich auch das Blitzschild, da es mit Elektronik verbaut ist und der Radius ist wirklich groß, 15 Meter. Und ganz viel mehr, wie auch zum Beispiel das ganz normale Handy von Dukemi. Ganz wichtig ist, dass die Geräte aktiv und benutzt werden müssen, denn sonst kann man gar nichts markieren. Kommen wir noch zum Loadout von Solis. Ich finde, da ist Solis mit der P90 super aufgestellt, eine sehr underrated Waffe. Man könnte auch noch die Shotgun Ita auswählen. Ist jetzt nicht so mein Favorite. Ich finde, es gibt viel bessere Shotguns, deswegen ich würde eher auf die P90 setzen. Die Secondary SMG 11, super Secondary Weapon, kann man nichts dazu sagen. Und bei den Gadgets entweder eine Impact Grenade für eine Rotation zum Beispiel oder dann doch eher eine Bulletproof Camera für zusätzliche Cams für die Defender, auch eine super Wahl. Was ist deine Meinung zum neuen Operator Solis? Denkst du, sie wird sich in der Meta einfinden oder eher doch nicht? Was denkt ihr über ihr Gadget? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, euer Lein.